Hallo Freunde, servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich möchte heute mit euch eine roh vegane Schokocreme machen. Und zwar wahrscheinlich geht es euch auch so ähnlich wie mir, dass man ab und zu mal Lust hat auf was Süßes. Und bei mir ist es zwar nimmer oft, also es ist eigentlich eher nur noch ganz, ganz selten, weil kommt immer auf die Ernährung an, gell? Ob man jetzt einen Heißhunger auf was Süßes hat oder nicht, gell? Und so wie ich mich zur Zeit ernähre, ist es kaum mehr da, dieser Heißhunger auf Süßigkeiten, aber ich möchte ja für euch Videos machen und deswegen möchte ich euch zeigen, wie man eine roh vegane Schokocreme macht, die bestimmt super lecker schmeckt. Die Haselnüsse am besten ein paar Stunden einweichen, ich mache es immer über Nacht. Und am Morgen dann anständig spülen und dann kommen sie jetzt ins Störgerät. So, und was brauche ich jetzt alles dazu? Das sind 200 Gramm Haselnüsse. Die habe ich ein paar Stunden eingeweicht und das Wasser abgegossen, gespült. Und dann habe ich sie in meinem Trockenautomat, in meinem Störgerät, getrocknet. Und zwar ungefähr 20 bis 25 Stunden. Das müsst ihr jetzt nicht machen, aber ich finde es toll, weil da sind die so schön knackig wie aus der Tüte. Und warum macht man das? Sie sind einfach besser bekömmlich für den Magen, wenn man sie einweicht. Gell? 200 Gramm Haselnüsse. Dann brauche ich dazu 2 gehäufte Esslöffel Karo-Pulver. Und ich habe da ganz ein besonderes, das habe ich auf irgendeinem Kanal gesehen. Und das ist so toll, ich sage es euch. Das ist dunkler, wie das, was ich bisher gehabt habe. Und es riecht einfach vorzüglich. Und wenn mir nicht alles täuscht, kommt es aus Hawaii. Es steht jetzt zwar nicht drauf, aber vielleicht steht es auf der Rechnung. Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Jetzt wisst ihr euch, was da steht. Die fruchtigen, von Natur aus süßen Schoten für unser Karo-Pulver werden weder begast noch gentechnisch verändert. Jetzt stellt euch vor, was da sonst passiert, gell? Und stammen aus kontrolliert ökologischem Anbau. Sie werden schonend zu Pulver verarbeitet, sodass die natürliche Süße und das spezielle leicht fruchtig-karamellige Aroma, welches geschmacklich auch an Kakao erinnert, erhalten bleiben. Also das stimmt. Der ist total dem Kakao ähnlich. Karob ist ein Geschenk der Natur, ein ideales Lebensmittel für gesundheitsbewusste Ernährung und eine schmackhafte Abwechslung für Süßes mit gutem Gewissen. Denn Süßes gehört dazu auch in der Vollwerternährung. Karob schmeckt warm und kalt als Instantgetränk in Getreidemilch. Es eignet sich für Pudding, Smoothies, Desserts oder zum Backen von Kuchen und Keksen. Okay? Also es ist ganz toll, ich bin ganz begeistert von dem, ich sage euch, das ist klasse und ich tue euch das in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr euch das bestellen wollt. Gell? Die Insel schaut da aus wie aus Hawaii. Gut, was kommt noch rein? Im Originalrezept stehen 10 Methyl-Datteln, das sind die dicken, die ganz weichen. Ich habe jetzt nur die Strauchdatteln, die sind jetzt nicht so dick. Wenn ihr auch Strauchdatteln habt, könnt ihr ja 12 oder 14 nehmen oder irgendwas. Ich habe jetzt trotzdem 10 genommen, weil ich brauche es nicht so süß, gell? Und ich habe die für mich klein geschnitten, weil sie dann mein Foodmatic ein bisschen leichter tut, gell? Und der Becher ist so gelb, weil ich da so oft ein Kurkuma drin mixe, das nimmt halt einfach die Farbe an. Dann brauchen wir noch 200 bis 300 Milliliter Wasser. Ich habe jetzt hier mein gereinigtes Wasser von meinem Umkehrosmosegerät und habe da 250 Milliliter jetzt genommen. Das sind jetzt nur ein paar Gucci-Beeren, die tue ich dann oben drauf zur Verzierung. Und mein Foodmatic. Der ist ja auch in meiner Videobeschreibung verlinkt. Gut, also die Datteln habe ich wie gesagt klar geschnitten. Dann tue ich da mal jetzt das Wasser rein. Und die Haselnüsse. 200 Gramm Haselnüsse. Und was nutzt? Karo-Pulver. Zwei Esslöffel Karo-Pulver, zwei gehäufte Esslöffel. Und schön gehäuft. Gut. Man kann da natürlich auch einen Kakao hineintun, gell? Aber mir ist
Lieber der Karo, ich sag's euch gleich, weil der ist nicht so anregend. Der Kakao ist natürlich auch super, gell, vom Geschmack her überhaupt. Ja, so, schauen wir mal, was da drauf wird. Ich habe das jetzt ungefähr eine Minute lang gemixt. Ja, schön. Oh. Sehr lecker, sehr lecker. Ja. Sehr lecker. So, meine Lieben, das war mein Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann danke ich euch sehr für einen Daumen nach oben, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen schönen Kommentar schreibt. Und das war jetzt meine leckere Rohkostcreme. Und ihr habt es gesehen, in 0,x ist die fertig und ist roh vegan und glutenfrei und ist in kurzer Zeit gemacht. Gell? Also wenn man die Nüsse nicht einweicht, dann geht es natürlich noch schneller. Und ihr könnt die Nüsse auch variieren, gell? Ihr müsst jetzt nicht unbedingt Haselnüsse nehmen. Man kann auch Mandeln nehmen oder Macadamia-Nüsse oder Pekannüsse, welche Nüsse ihr gern mögt. Gell? Und durch die Haselnüsse erinnert das natürlich schon ein bisschen an Nutella. Und wenn man statt einen Karob einen Kakao nicht tut, dann noch mehr. Gell? Ja, was wollte ich noch sagen? Das glaube ich war's schon. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und genießt euer Leben. Servus, pfiat euch!